Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Marialach. Viele meiner Aufgaben im Kloster bringen es mit sich, dass ich auch draußen bin, dass ich unterwegs bin. Jesus selbst wird als Wanderprediger bezeichnet. Er war bei den Menschen, er war mit ihnen unterwegs. Und schließlich wird auch von der Kirche gesprochen, als ein Ort, eine Gemeinschaft, die unterwegs ist, die auf dem Weg ist. Jesus selbst brauchte aber immer wieder Ruhepunkte und hat sie gesucht. Da gibt es diese tiefe und schöne Geschichte vom Jakobsbrunnen, wo er eine Frau begegnet und dort heißt es, da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Ja, das viele Unterwegssein in meinem Leben und auch das Unterwegssein in der Kirche kann dazu führen, dass man das Wesentliche aus dem Auge verliert. Wonach dürstet es mich eigentlich? Wo ist die Quelle meines Lebens? Kehre ich zu ihr immer wieder zurück und spüre ich die Sehnsucht eigentlich noch, die es braucht, um Jesus nahe zu sein? Jesus ist die Quelle meines Lebens und der Ort all meiner Sehnsucht. Doch allzu schnell, so weiß ich es aus meinem Alltag, verliere ich das aus dem Auge und die Gefahr besteht, zu allen möglichen Quellen hinzuspazieren, um Jesus nicht begegnen zu müssen. Doch bei ihm werde ich mit mir selbst konfrontiert. Bei ihm komme ich wirklich zur Ruhe, kann mich öffnen und bekomme neuen Input, bekomme Ruhe und Inspiration für mein Leben. Jesus ist die Quelle unseres Lebens und er selbst hat diese Orte gebraucht, wo die Quelle, aus der er getrunken hat, frisches Wasser für ihn gibt. Er will auch uns frisches Wasser für unser Leben geben. Nehmen wir die Einladung immer wieder an und kommen wir bei ihm zur Ruhe. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, jetzt in diesem Moment bist du da für uns und wir dürfen innehalten und bei dir ausruhen. Du bist die Quelle unseres Lebens. Gib auch uns zu trinken, damit der Durst gelöscht wird, der unsere Existenz ausmacht. Und hilf uns, dass wir immer wieder zu dir zurückkehren, zur Quelle unseres Lebens. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.